Ja, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung. Heute geht es um die Stacks und ich fange direkt mit diesem Stack hier an. Dieses Stack besteht aus hier dieser Schüssel. Ich habe hier sehr, sehr viele Klangmöglichkeiten, die dieser Schirm oder diese Schüssel hier erzeugt. Und zwar hier oben auf der Oberseite, ich hoffe, man kann es hier sehen, auf jeden Fall hier dieser Bereich klingt auch sehr eigenartig und zwar so. Also sehr interessant. Und wenn wir jetzt hier weiter nach unten gehen, hier in diesem Bereich, dann haben wir folgenden Klang. Sehr interessant, kann man zum Beispiel schöne Figuren mitspielen. Und wenn ich jetzt hier auf das Profil gehe von der Schüssel, also hier, dann habe ich hier sehr viele Klangmöglichkeiten. Also ich kann hier einen sehr interessanten Klang erzeugen. Ein sehr interessanter und außergewöhnlicher Sound, den diese Schüssel produziert. Sehr interessantes Obertonspektrum. Fast schon glockenartig, also wie so eine sehr große Glocke, dünne Glocke halt klingen würde. So sieht diese Schüssel hier aus. Und ja, der Klang ist halt wirklich sehr außergewöhnlich und interessant. Unter der Schüssel haben wir hier die Samsung Rosebark FX Bell, die so verkehrt herum auf dem Ständer hier liegt. Und auch dieses Becken hat einiges auf Lager, also sehr schöne Glocke, sehr dröhnend, sehr laut, auch die Oberfläche. Das Profil auch sehr interessant vom Klang und die liegt hier verkehrt herum unter der Schüssel. Und jetzt wird's interessant, denn das Deck an sich klingt nämlich so. Sehr kurz, sehr zischig, spacig, sehr, sehr interessant. Und wenn ich jetzt noch die Bremsscheibe drauflege, dann verkürzt sich das Ganze und wird auch noch sehr interessant vom Klang her. So, das nächste Stack, was ich hier auf dem Schlagzeug habe, ist das hier. Wir haben hier diese Schüssel. So sieht diese Schüssel aus. Diese klingt an sich eher ein bisschen komisch. Hier oben der Konus produziert diesen Klang und ja, hier dieser Spielbereich klingt ein bisschen blechern, klingt ein bisschen, ja, uninteressant, aber wenn ich das Ganze jetzt auf hier drauf lege, dann entsteht ein sehr interessanter Klang, denn das Splash wird quasi fast abgewürgt und wir haben hier den Klang von der Schüssel. Sehr interessanter und kurzer, aber außergewöhnlicher Klang. Klingt sehr interessant und lässt sich auch gut einsetzen. Und das letzte Stack, was wir hier haben am Schlagzeug, ist das hier. Und zwar hier haben wir das 16 Zoll, Heavy Crash von der Samsung Brilliant Serie mit 1000
400 Gramm Gewicht, das steht hier hinten auch drauf. Genau, 1395 Gramm. Und das liegt hier auf dem Wuhan-Schreiner drauf. Das 16 Zoll Crash an sich, ein sehr schöner Sound. Und wenn ich das jetzt auf das Schreiner drauflege, dann klingt es sehr, sehr interessant. Sehr laut, sehr zischig. Alles sehr interessant vom Klang her, die drei Stacks. Und ja, das war's. Ja, wenn euch dieses gefallen hat, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, einen Kommentar und so weiter und so fort. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.